Willkommen bei Weltfrau mit dem neuen Alcatel 810D Smartphone, was auch Glam genannt wird. Es schaut ein bisschen so aus wie eine kleine Kartusche, in der Frauen ihr Puder aufbewahren, wie ihr sehen könnt. Wir haben natürlich eine Tastatur, keinen Touchscreen, aber noch ein paar extra Knöpfe drin, was Anschlüsse angeht und von außen. Ja, es schaut wirklich sehr womanlike aus. Das gibt es natürlich noch in Rot, das ist ein bisschen matter. Gefällt mir persönlich ein bisschen mehr. Es das heißt natürlich One Touch auch noch, da es von Alcatel ist. Wir haben außen eine Kamera eingebaut. Und innen keine, allerdings haben wir auch kein Android installiert, sondern eine proprietäre Software. Hier könnt ihr die QWERTY-Tastatur kurz sehen und das ist das Display, was natürlich jetzt auf Ungarisch ist, da wir es auf einer ungarischen Messe gefunden haben. Ansonsten, ja, also man kann das Ganze hier über die Wegtasten benutzen. Ihr seht aber, wir können Facebook, Twitter, Kamera, alles Mögliche hier verwenden, denn es ist natürlich für die Zukunft auch ausgelegt. Ist jetzt zwar alles schön auf Ungarisch, aber ihr könnt natürlich Bluetooth und ähnliches ablesen. Ihr könnt euch einfach ein Symbian-Handy vorstellen, von den Funktionen her wird das nicht allzu viel können. Das Alcatel dafür wird der Preis auch nicht allzu hoch sein und wie ihr sehen könnt, wir haben wirklich sehr schöne Tasten eigentlich hier bei dem Gerät. Das kommt bald auf den Markt. Bei verschiedenen Anbietern nehmen wir an und ja, also das Ganze zugeklappt ist nicht allzu groß. Das haben auch schon ein paar andere Hersteller probiert. Und was Anschlüsse angeht, wir haben eigentlich auch nicht sehr viele. Wir können natürlich ein paar Sachen, Kopfhörer zum Beispiel anschließen und außen ist auch noch ein Display eingebaut, wo kurz eure zum Beispiel angezeigt wird, ob jemand angerufen hat oder nicht. Und natürlich die Uhrzeit, je nachdem. Dann natürlich noch die Kamera, wie vorhin schon erwähnt, mit der Schnappschüsse machen könnt. Da ist der Kopfhöreranschluss und dann können wir hier die Lautstärke natürlich noch regeln. Da könnt ihr es euch so um den Hals hängen an der Ecke und dann haben wir natürlich nicht mehr sehr viel mehr, was wir euch hier zeigen können bei dem Alcatel One Touch 810D oder 410D. Mein Name ist Balaschgal und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei Endel TV.